Und dann kann ich vielleicht gleich mit zwei Kochtöpfen hier oben schön brutzeln. In der Hoffnung, dass das reicht. Ich tue mal vier was hier drauf. Und wie gesagt, gare ich schön mit Kochtöpfen. Nämlich auswählen und das Ding garen. Und auch hier Kochtopf. Ich habe keinen Kochtopf mehr. Okay. Ich habe. Hä? Ich hatte doch gerade noch zwei. Naja, okay. Naja, gare ich hier nochmal. Warte ich hier bis zum Garpunkt. Nehme das mit. Mach hier stattdessen noch ein bisschen Wasser. Koche ich ab. Nehme ich auch mit. Habe ich noch irgendwas, was ich kochen? Ne, ich habe nichts mehr zum Kochen. Okay. Na dann. Gare ich noch ein bisschen Wasser. Eine Stunde geht das noch. Ein Stündchen. Ja, halt. Hier warte ich erstmal. Nehme das auch mit. Dann warte ich hier. 22, du brauchst immer noch ein Stündchen. Na, mal gucken. Ah. Naja, ich lasse es erstmal hier stehen. Gut, ich trottel ab natürlich jetzt die ganze Zeit die. Ich war auch eher begrenzt klug. Die ganze Zeit die Lampe angehabt. Aber ich habe erstmal wieder Fett, was zu futtern. Ich fettig vielleicht übertrieben, aber. Na gut, ich fettig, ich echt, ne? Geschmackloses Reh. Oh, das war frisch. Okay. Ich sollte erst mal das Geschmacklose essen. Vielleicht. Ich wäre nicht so dumm. Behaupte ich mal. Ich esse noch eins, komm. Bevor es schlecht wird und dann ich mir davon überhaupt nichts mehr kaufen kann, dann trinke ich noch ein bisschen Wasser. Und dann sieht das doch schon mal ganz gut aus, würde ich behaupten. Ich kann mich noch mal pennen legen. Und zwar vielleicht nicht ganz so kurz. Bett, da ist das Bett. Komm, wir haben Fett gegessen, wir haben Fett getrunken. Da kann ich doch eigentlich jetzt hier auf Fett pennen, oder? Als ob dich nach 10 Stunden immer noch nicht hell ist, ne? Ach komm. Was soll's? Jetzt muss ich doch arbeiten. Ja, ich würde wenigstens ein bisschen. Naja. Eine Metallsäge besitze ich übrigens immer noch nicht, ne? Das Ding kann ich, ne, kann ich immer noch nicht. Welchen anderen nehmen? Okay. Dann werde ich jetzt tatsächlich. Den können wir übrigens auch auseinandernehmen, wollte ich nur mal gesagt haben. Irgendwann mal. Ich werde nochmal mein Inventory ein bisschen auslernen. Denn ich brauche zum Beispiel das ganze Holz ja nicht mitschleppen. Wenn ich denn mal das richtige Fach finden würde, das wäre mal schon mal ein Anfang. Gut. Holz haben wir rausgeworfen. Wir sind jetzt bei 33. Wir können natürlich nochmal hier, ne, und so. Ich muss nur gucken, dass ich das wirklich in ein ordentliches, sinnvolles Fach tue. Hier tue ich das mal rein. Die Bücher tue ich auch mal hier unten wieder rein. Aber das wird nicht passen, ne? Ja, Bücher kriege ich hier jetzt nicht rein. Okay, ich tue mal das und das hier mitnehmen und tue dafür die beiden hier rein. Okay, wir sind jetzt hier bei 9,7. Glatt 10. Becher geht es kaum einzuräumen. Feuermaterial. Ich tue mal noch mehr Papier hier rein. Ich tue mal die Dinger hier mit rein. Keine Ahnung. Das und das tue ich auch mal mit hier rein. Genauso wie das. Das Ding nehme ich mit. So, jetzt sind wir schon mal einen Ticken weiter runter. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir noch ein bisschen was an Platz. Das ist prinzipiell ganz gut. Sieht hier aus, ja, toll. Ich glaube, die kann ich sogar gar nicht abstellen oder ablegen oder wie auch immer.
glaube ich mal. So viele von den Dingern werde ich kaum brauchen. Die Fackeln kann ich vielleicht noch mal eine hier reinwerfen. Eventuell. Hier. Tue ich noch mal eine hier rein. Ich wiege den noch ein bisschen, weil ich ein Antiseptikum kann auch mal weg. Das wiegt immer einen halben Kilo. Ich behaupten. Ich habe mehr als einen halben Kilo. Ich habe wegen den 0,5 gedacht, ein halber Kilo, aber ne. Mehr. Tue ich mal vier davon weg. Gut. Das hier kann man nicht auseinandernehmen, den Stuhl aber schon. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht sehr stürmisch ist oder irgendwas. Ich muss. Es ist nicht das geilste Wetter. Aber ich muss Essen beschaffen. Das heißt, ich muss jetzt bei dem Wetter halt trotzdem losgehen. Die Angeln habe ich, glaube ich, mit. Die brauche ich nämlich auch. Denn ich würde jetzt sehr gerne angeln. Um wenigstens ein, zwei oder drei Fische aus dem Wasser zu holen, die dann liebevoll zu garen und dann zu verspeisen. Das wäre mein Traum. Ja, ich habe tolle Träume, ne? Unglaublich toll. Ich habe schon fast 2 Stunden jetzt Aufnahmesession, das ist ganz gut. Naja, aber ich will nicht ein paar Folgen auf Vorrat. Das ist doch auch mal ganz gut. Folgen auf Vorrat schaden definitiv nie. Definitiv nicht. Und ich glaube, das war gar nicht so klug, jetzt bei dem Wetter loszugehen. Ich glaube echt nicht, dass das sonderlich klug war, zumal es bestimmt dann wieder arschkalt wird. Aber wenn ich jetzt hier mit Knarre irgendwas jagen gegangen wäre, denn unser Essen ist halt begrenzt, ne? Nicht zu jagen, sehr überschaubar. Wenn ich mit Knarre irgendwo hin losgegangen wäre, jagen, hätten wir wahrscheinlich genauso wenig Erfolg, beziehungsweise wären wahrscheinlich auch ziemlich kalt geworden. Dementsprechend hoffe ich mal, dass ich vielleicht den einen oder anderen Fisch heraushole. Und nicht erfriere. Ich komplett erfriere, wenn ich so ein bisschen anfriere wie jetzt, geht's ja so halbwegs, ne? Ich meine, es ist arschkalt, aber es geht. In dem Sinne, dass ich halt ich habe ja auch jetzt nichts hierfür, ne? Ne, habe ich nicht. Na dann breche ich eigentlich mal kurz auf. Knall, Krach, Bumm, Klör. Die Axt, die freut sich drüber. Die Fischis freuen sich bestimmt auch gleich, wenn sie rausgeholt und dann von mir hoffentlich bald verspeist werden. Jawohl. Der erste. Numero dos. Oh. Alter, 1400 Kalorien. Ja, zufrieden. Sehr gut. Noch einer, komm bitte. Ah, schade. Wie sieht's aus, zeittechnisch? Wir haben noch ein, 2 Stunden. Komm, wir machen noch mal 2 Stunden. Bisschen geht's ja auch noch mit der Temperatur. Jawohl. Alter, wieder 1000 Kalorien. Glatt mal. Noch mal 500. Sehr gut. Okay, wir können nicht mehr rennen, aber wir haben die Taschen ordentlich voll mit Essen.